Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPD, Sie müssen sich für diese Koalition schämen. Menschenfeindlichkeit hat hier in diesem Hohen Haus keinen Platz, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ende 2012 hat die Berliner Ausländerbehörde entgegen der Gepflogenheiten, lieber Herr Kleineidam, der Vorjahre Abschiebungen von Roma nach Serbien vorgenommen. Ich empfinde das als unverantwortlich. Wie aus der Begründung unseres gemeinsamen Antrages hervorgeht, sind sich nicht nur internationale Behörden und Organisationen darüber einig, dass viele Minderheiten, lieber Herr Dräger, beispielsweise Roma, Aschkali, Ägypter und Koran in den Balkanstaaten, vielfache Diskriminierung bis hin zu Verfolgung ausgesetzt sind. Davon haben Sie sicherlich, Herr Dräger, nichts mitbekommen. Dies geht auch aus den Entscheiderbriefen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge hervor übrigens. Aus Gründen, die auf der Hand liegen, ist die Lebenssituation dieser Bevölkerungsgruppen naturgemäß im Winter zusätzlich erschwert. Das gilt erst recht für besonders Schutzbedürftige. Darf ich vielleicht? Jetzt hat der Kollege Tasch das Wort und bitte vielleicht die Geschäftsführer kurz zur Seite zu gehen. Das gilt erst recht für besonders schutzbedürftige Personen wie unbegleitete Minderjährige, Schwangere, Menschen mit Behinderung oder traumatischen Erfahrungen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, unser gemeinsamer Antrag ist ein, wenn Sie so wollen, Minimalantrag, der zumindest Schutz für die harten Wintermonate erreichen will. Mag sein, dass bei den betroffenen Menschen die engen gesetzlichen Kriterien des politischen Asyls nicht greifen. Wir, die Bundesrepublik Deutschland, haben aber nicht nur die grundgesetzliche Verpflichtung, politisch Verfolgten Asyl zu gewähren. Ich möchte wiederholen, was ich hier bereits im letzten Jahr ausgeführt hatte. Flucht und Einreise aus sozialen und ökonomischen Gründen ist kein Verbrechen. Flucht und Einreise aus sozialen und ökonomischen Gründen ist kein Missbrauch. Es ist deshalb auch unsere politische und soziale Verpflichtung, Menschen in Not, die bei uns Schutz gesucht haben, unsere humanitäre Unterstützung zu gewähren. Folgen wir dem Beispiel, Herr Dräger, der Bundesländer Schleswig-Holstein, Thüringen, Rheinland-Pfalz und Bremen und beschließen wir einen Abschiebestopp bis zum 31. März dieses Jahres. Und weil der nächste Winter, Herr Dräger, und weil der nächste Winter bestimmt kommt, machen wir einen solchen Winterabschiebestopp zur Regel, bis sich die Situation auf dem Balkan normalisiert hat und keiner wegen seiner ethnischen Zugehörigkeit oder andere Merkmale Diskriminierung und Verfolgung befürchten muss. Danke.